Hallo zusammen. Bisher haben wir vor allen Dingen rein abstrakte oder begriffliche Überlegungen zu der Frage des Lebens nach dem Tod angestellt. Das heißt, wir haben uns gefragt, sind die Theorien, die wir vorliegen haben, widerspruchsfrei denkbar oder enthalten sie vielleicht irgendwelche Widersprüche, implizieren sie absurde Behauptungen? Oder wir haben uns gefragt, lässt sich die Identität der Person innerhalb dieser Theorien über den Tod hinaus aufrechterhalten und so weiter und so fort. Heute wollen wir es mit einem etwas anderen Weg versuchen, nämlich wir wollen uns fragen, ob man nicht vielleicht ein empirisches Argument zugunsten der These, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, konstruieren könnte. Es gibt bestimmte empirische Beobachtungen, die möglicherweise diese These, es gibt ein Leben nach dem Tod, bestätigen könnten. Der wichtigste Kandidat für eine solche empirische Unterstützung, das sind die sogenannten Nahtoderfahrungen. Nahtoderfahrungen eignen sich ziemlich gut als empirische Basis für ein solches Argument. Solche Nahtoderfahrungen treten meistens spontan auf und sie sind mit keinerlei persönlichen Vorteilen in irgendeiner Weise für die Betroffenen verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Nahtoderfahrung gar keiner individuellen Kontrolle des Subjekts unterliegt. Das heißt, man kann sie nicht willkürlich herbeiführen, wenn es einem gerade passen würde. Das Risiko, dass es sich bei solchen Nahtoderfahrungen also um einen Betrug handelt, ist sehr, sehr gering. Das ist anders als bei der anderen Klasse von möglicherweise empirisch relevanten Beobachtungen, nämlich solchen spiritistischen Phänomenen wie Geisterscheinungen oder Kontakt mit Verstorbenen, der durch Medien hergestellt wird. Diese Erfahrungen sind meistens an sich bereits ziemlich dubios. Nahtoderfahrungen sind nun auch seit einigen Jahrzehnten Gegenstand einer intensiven, methodisch abgesicherten wissenschaftlichen Erforschung. Und wenn es also möglich sein sollte, einen empirischen Beleg für ein Leben nach dem Tod zu finden, dann wahrscheinlich im Rahmen einer Untersuchung von Nahtoderfahrungen. Also, was sind nun Nahtoderfahrungen? Naja, wie der Name schon sagt, sind Nahtoderfahrungen Erfahrungen, die in der Nähe des Todes auftreten. Das heißt, eine Person befindet sich in akuter Lebensgefahr, zum Beispiel durch einen Unfall, durch eine schwere Verletzung, durch einen Stillstand des Herz-Kreislauf-Systems oder etwas Ähnliches. Dennoch hat die Person in diesem Zustand bewusste Erlebnisse. Und das, obwohl sie für äußere Beobachter bewusstlos und sterbend zu sein scheint oder vielleicht sogar für klinisch tot erklärt wird. Die Erfahrungen, die die Person dabei macht in diesem Zustand des klinischen Todes, hat oft einen geradezu mystischen oder transzendenten Charakter. Es ist ein gegenüber dem normalen, alltäglichen Wachbewusstsein, wie wir es kennen, veränderter Bewusstseinszustand. Trotzdem sind Nahtoderfahrungen nicht zufällig oder chaotisch, sondern sie folgen einem einigermaßen kohärenten Schema, das sich mehr oder weniger in allen Erfahrungen in der einen oder anderen Form ausprägt. Natürlich gibt es Unterschiede, natürlich sind nicht alle Elemente immer in gleicher Weise vorhanden, aber das grobe Schema ist in ungefähr identisch und kohärent in den meisten Nahtoderfahrungen. Die typische Darstellung, wie solche Erfahrungen verlaufen, die geht auf Untersuchungen des amerikanischen Psychologen Raymond Moody zurück. Der veröffentlichte im Jahr 1975 ein mittlerweile sehr berühmt gewordenes Buch unter dem Titel Life After Life. Und das gilt eigentlich als der Beginn der gegenwärtigen modernen wissenschaftlichen Erforschung von Nahtoderfahrungen. Nach seiner Darstellung verläuft eine idealtypische Nahtoderfahrung ungefähr so. Eine Person liegt im Sterben und hört im Zustand größten körperlichen Leidens, wie sie für tot erklärt wird. Danach verschwinden Schmerz und Angst, die bisher vorgeherrscht haben, und mit einem Mal stellt sich ein Gefühl von Ruhe und Frieden ein. Die Person wird sich dann bewusst, dass sie tot ist, realisiert also, ich bin gerade gestorben. Sie hat dann das Gefühl, ihren eigenen Körper zu verlassen und nimmt sich selbst, also den eigenen Körper, von einem Punkt außerhalb des Körpers wahr, aber immer noch in der Nähe des Körpers. Also das ist diese bekannte außerkörperliche Erfahrung, die ganz charakteristisch ist für eine solche Nahtoderfahrung. Die Person nimmt also weiterhin ihre unmittelbare Umgebung wahr. Das wird später noch wichtig werden für die Bewertung dieser Nahtoderfahrungen. Und dann tritt so ein Gefühl von Dunkelheit auf, also das Gefühl von Dunkelheit umgeben zu sein und sich auf einen hellen Punkt hinzubewegen.
Das ist dieses ja, bekannte Tunnelerlebnis. Auch das ein ganz charakteristisches Element solcher Nahtoderfahrungen. Beim Austreten aus diesem dunklen Tunnel findet sich die Person dann in einer außerweltlichen Umgebung wieder, die als schön und angenehm empfunden wird. Also oft ist dann die Rede von Blumen oder von Wolken oder von Musik, die gehört wird und so weiter und so fort. Und manchmal begegnet die Person dann hier auch anderen Personen, bereits verstorbenen Personen oft, die sie gekannt hat. Manchmal auch Lichtwesen, einem oder mehreren Lichtwesen, die dann oft religiös gedeutet werden, je nach dem kulturellen Kontext, dem die Person angehört. Die Person sieht dann noch einmal ihr bisheriges Leben in einem einzigen Augenblick an sich vorbeiziehen, oftmals verbunden mit einer ethischen Bewertung auch dessen, was man getan hat. Dann nimmt die Person eine Grenze wahr, die vor ihr liegt und jenseits derer dann keine Rückkehr ins Leben mehr möglich ist. Wird sich also bewusst, dass dies sozusagen der Schwellenpunkt ist, an dem sie sich jetzt befindet. Und dann endet die Erfahrung damit, dass die Person bewusst in ihren Körper zurückkehrt. Das, wie gesagt, in der Darstellung jetzt eher eine idealtypische Schematisierung dieser Nahtoderfahrung. Nicht alle Elemente, die ich hier genannt habe, tauchen in jeder Erfahrung auf, aber das ist so ungefähr das grobe Schema, an dem wir uns orientieren sollten und was wir im Kopf behalten sollten, wenn wir über solche Nahtoderfahrungen sprechen. Die Erfahrung selbst wird von den betroffenen Personen als zutiefst bedeutsam, als bewegend und lebensverändernd empfunden. Oft verlieren Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, ihre Angst vor dem Tod ganz oder zumindest teilweise. Sie werden offener, sie werden spiritueller und glücklicher in ihrem Leben. Nahtoderfahrungen sind nun auch ein universal menschliches Phänomen. Wir finden Berichte über Nahtoderfahrungen in eigentlich allen Zeiten und Kulturen. Wir haben Berichte aus der Antike, wir haben Berichte aus dem Mittelalter, wir haben sie aus antiken, nahöstlichen und auch aus asiatischen Kulturen, wir haben sie aus der Gegenwart in allen Kulturen. Also es kann eigentlich nicht daran gezweifelt werden, dass es sich hier um ein reales und universal menschlich verbreitetes Phänomen handelt. In Untersuchungen, die wir aus der Gegenwart haben, wird auch klar, dass Nahtoderfahrungen unabhängig sind vom Geschlecht, von der sozialen Stellung oder vom Lebensalter der Person. Und nach modernem Forschungsstand sind solche Erfahrungen durchaus weit verbreitet. Also schätzungsweise 10% aller Personen, die aus einer lebensbedrohlichen Situation wiederbelebt werden, berichten von einer Nahtoderfahrung. Es gibt dann natürlich noch eine mögliche Dunkelziffer. Man weiß nicht, wie viele Menschen letzten Endes wirklich eine solche Erfahrung haben. Ganz einfach deshalb, weil nicht alle Menschen über diese Erfahrungen auch berichten, selbst wenn sie sie gemacht haben. Insgesamt wird geschätzt, dass etwa 5% der Bevölkerung bereits einmal in ihrem Leben eine solche Nahtoderfahrung durchgemacht haben. Also allein in Deutschland würde das bedeuten, dass rein statistisch gesehen mehrere Millionen Menschen eine solche Erfahrung bereits hinter sich haben. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden solche Nahtoderfahrungen intensiv medizinisch und psychologisch untersucht in mehreren groß angelegten Studien. Dass es also solche Erfahrungen gibt, das ist eigentlich unbezweifelbar. Menschen machen diese Erfahrungen. Ein signifikanter Anteil von Menschen, die zeitweise klinisch tot waren, berichtet davon, solche Erfahrungen erlebt zu haben. Insofern sind diese Erfahrungen real. Real in dem Sinne, dass Menschen wirklich diese Erfahrungen machen. Die eigentlich philosophisch interessante Frage aber, die wir uns jetzt stellen müssen, die lautet: Wie kann man diese Erfahrungen erklären? Sind diese Erfahrungen wirklich Belege für die Tatsache eines Lebens nach dem Tod? Verfechter dieser These, dass die Nahtoderfahrungen die Realität eines Lebens nach dem Tod belegen, die konstruieren aus diesen Erfahrungen ein Argument im Sinne eines Schlusses auf die beste Erklärung. Ein solches Argument könnte dann in etwa so lauten: Erstens, Menschen machen Nahtoderfahrungen. Zweitens, die beste Erklärung für die Nahtoderfahrungen ist die Fortexistenz des Bewusstseins nach dem physischen Tod. Daraus folgt dann im dritten Schritt, also gibt es eine Fortexistenz des Bewusstseins nach dem physischen Tod. Der kritische Schritt ist natürlich der in Prämisse 2 vollzogen wird. Prämisse 1 können Sie nicht sinnvoll bestreiten, und wenn Prämisse 1 und 2 wahr sind, dann folgt die Konklusion Nummer 3 garantiert daraus. Aber was ist denn mit Prämisse 2? Ist das wirklich die beste Erklärung? Warum sollte die Realität der Fortexistenz des Bewusstseins die beste Erklärung für Nahtoderfahrungen sein? Gibt es nicht vielleicht andere Erklärungen, die genauso gut oder noch besser sein könnten?
Schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Schauen wir uns an, was für und gegen diese Prämisse Nummer 2 spricht. Nun, der erste Punkt, den man zugunsten von Nahtoderfahrungen ins Feld führen könnte, das ist ihre Luzidität oder ihre Klarheit, die Realität, mit der sie erlebt werden. Nahtoderfahrungen sind nicht nebulös oder traumartig, sondern sie werden als absolut real und klar empfunden von denjenigen, die sie gemacht haben. Teilweise werden sie sogar als hyperreal beschrieben, also als noch realer als die alltägliche Wirklichkeit, die wir so immer erfahren. Das ist ein, könnte man sagen, kryptokartesianisches Argument, wenn Sie so wollen. Also man könnte hier in Anlehnung an Descartes so argumentieren: Wenn unsere Erfahrung klar und deutlich ist und sich eindeutig als real präsentiert, dann zeigt sie uns auch die Realität. Wir zweifeln ja in umgekehrter Weise genau dann an der Glaubwürdigkeit von Erfahrungen, wenn sie konfus sind oder sich irgendwie irreal anfühlen, wie das beispielsweise im Traum der Fall ist. Solchen Erfahrungen glauben wir dann eher nicht, sondern wir glauben den Erfahrungen, die besonders klar und präzise sind. Außerdem könnte man jetzt noch ins Feld führen, Nahtoderfahrungen unterscheiden sich in ihrem Erlebnischarakter und in ihrer Struktur ganz klar von Träumen. Und Träume sind ja bekanntermaßen keine authentischen Erfahrungen der Realität. Träume sind in ihrer Struktur sehr viel zusammenhangloser, als das Nahtoderfahrungen sind. Nahtoderfahrungen haben eine relativ kohärente innere Struktur. Träume hängen auch sehr stark mit der Persönlichkeit des Träumenden zusammen, spiegeln also Aspekte des eigenen Charakters, spiegeln eigene Erinnerungen, Präferenzen und so weiter wider. Nahtoderfahrungen hingegen sind hinsichtlich ihres Inhalts weitgehend unabhängig von der Person, die sie haben. Interessanter Unterschied an der Stelle auch, Nahtoderfahrungen von Kindern, auch von kleinen Kindern, unterscheiden sich praktisch nicht von denen Erwachsener. Träume hingegen sind bei Kindern sehr viel anders als bei Erwachsenen. Diese episodische Struktur des Träumens, die Sie wahrscheinlich aus der eigenen Erfahrung kennen, die bildet sich erst spät im Verlauf der Kindheit heraus. Also junge Kinder träumen noch ganz anders als Erwachsene, haben eher bildliche Träume und nicht so episodische, wie man das aus dem Erwachsenenalter kennt. Aber Kinder, die eigentlich noch zu jung sind, um solche episodischen Träume zu haben, haben trotzdem Nahtoderfahrungen mit einer kohärenten episodischen Struktur, so wie es auch Erwachsene haben. Das deutet nun darauf hin, dass wir es hier mit einem ganz anderen Typ von Erfahrung zu tun haben bei Nahtoderfahrungen als bei Träumen. Allerdings gegen diesen Punkt der Luzidität spricht nun, dass zwar viele illusorische Erfahrungen, wie zum Beispiel Träume, nicht diese Luzidität und Klarheit haben, aber eben auch nicht alle. Halluzinationen beispielsweise können oft als absolut realistisch erfahren werden, als ununterscheidbar von der Realität. Also eine Erfahrung kann durchaus den Index der Realität tragen. Das heißt, sie präsentiert sich uns so, als wäre sie eine authentische Repräsentation der Wirklichkeit. Aber trotzdem ist die Erfahrung illusorisch. Wir können einfach nicht von der Behauptung, die Erfahrung fühlt sich real an, übergehen zu der sehr viel weitergehenden Behauptung, die Erfahrung zeigt mir die Realität. Auch wenn das in vielen Fällen so ist. Spricht vielleicht noch etwas anderes dafür, dass Nahtoderfahrungen durch eine Fortexistenz des physischen Bewusstseins nach dem Tod, des Bewusstseins nach dem physischen Tod erklärt werden könnten? Nun, ein weiterer Punkt, der oft genannt wird, das ist die universale Struktur dieser Nahtoderfahrungen. Das Argument verläuft dann in etwa so: Wenn Nahtoderfahrungen nicht authentisch wären, also uns eben nicht die Realität zeigen würden, dann müssen sie offensichtlich Halluzinationen sein. Aber der Inhalt einer Halluzination, der sollte doch dann geprägt sein von den individuellen und kulturellen Kontexten der Person, die diese Halluzination hat. Aber genau das finden wir eben nicht. Das generelle Schema einer Nahtoderfahrung, das ist von kulturellen, historischen und auch individuellen Hintergrund vollkommen unabhängig. Typische Elemente dieser außerkörperlichen Erfahrung, wie ich sie eben beschrieben habe, also das Tunnelerlebnis und so weiter, das finden Sie nicht nur bei Christen in der westlichen Welt oder Atheisten, Atheistinnen in der westlichen Welt, sondern Sie finden es auch im islamischen Kulturkreis, Sie finden es in Indien, Sie finden es eigentlich überall. Wenn also Nahtoderfahrungen nicht eine objektive Realität zeigen, so lautet das Argument, wie kann dann diese verblüffende Übereinstimmung erklärt werden? Nun, leider ist es nicht ganz so einfach mit der universalen Struktur.
Auch wenn eine grobe Struktur innerhalb der Nahtoderfahrungen universal ist und sich eigentlich überall nachweisen lässt, es gibt dennoch Unterschiede. Ein Beispiel finden Sie, wenn Sie mittelalterliche mit modernen Nahtoderfahrungen vergleichen. Der Rückblick auf das Leben, der ein Bestandteil der Nahtoderfahrung ist, der wird in mittelalterlichen Nahtoderfahrungen oft als ein göttliches Gericht erlebt, also entsprechend eben dem dominierenden Bild im Christentum jener Zeit, nachdem wir am Ende unseres Lebens vor den göttlichen Richterstuhl treten und Rechenschaft ablegen müssen. In der Moderne im Westen fehlt dieser Gerichtscharakter oder der Charakter des Verurteils. Hier wird der Lebensrückblick eher quasi ja, therapeutisch verstanden, wenn Sie so wollen. Oder noch ein anderes, etwas albernes Beispiel. Im Westen wird die Rückkehr ins Leben am Ende der Nahtoderfahrung oft so verstanden, dass man sagt, man habe noch eine Aufgabe zu erfüllen, die Zeit auf Erden sei noch nicht erfüllt. Während im indischen Kulturkreis das eher so gedeutet wird, dass man es mit einem Irrtum in der kosmischen Bürokratie zu tun gehabt hat und man eigentlich noch gar nicht tot sein sollte, aber irgendjemand hat nicht aufgepasst. Jetzt könnte man natürlich an der Stelle einwenden, das sind gar keine echten Unterschiede. Also die universale Struktur bleibt trotzdem die gleiche. Also der Gehalt der Erfahrung bleibt der gleiche. Wir haben nur unterschiedliche Interpretationen derselben Erfahrung. Gut, das ist wahrscheinlich richtig, aber selbst wenn das der Fall ist, die gleichen Strukturen der Erfahrung könnten auch eine andere Ursache haben als die Erfahrung der gleichen Realität. Natürlich, wenn wir beide uns einen Baum anschauen und die gleiche Erfahrung machen, dann ist die beste Erklärung dafür, dass wir die gleiche Erfahrung machen, dass es da wirklich einen Baum gibt und wir den gleichen realen Baum anschauen. Aber gleiche Erfahrungen können auch eine andere Ursache haben. Dass diese Erfahrungen universal gleiche Strukturen haben, wäre ja auch zu erwarten, wenn es sich um bloße Halluzinationen handelt. Menschen haben Gehirne, die gleich konstruiert sind. Das lässt sich schwerlich bestreiten. Und diese Gehirne reagieren natürlich auch in vergleichbaren Situationen auf vergleichbare Art und Weise. Das heißt, wir sollten eigentlich erwarten, dass die menschlichen Gehirne unabhängig von ihrer historischen oder kulturellen Lokalisierung in gleicher Weise auf unmittelbare Todesnähe reagieren. Die Universalität der Erfahrung könnte also auch einfach in der Universalität der Strukturen des Gehirns liegen. Und das würde auch dann dazu passen, dass die Interpretation der Erfahrung von den kulturellen Kontexten bestimmt wird. Das legt jetzt einen interessanten Einwand nahe. Könnte es nicht sein, dass die ganze Nahtoderfahrung einfach nur ein rein subjektives Produkt des Gehirns ist? Ist das nicht einfach nur eine Halluzination des sterbenden Gehirns, die subjektiv erlebt wird, aber deswegen noch längst keine Evidenz für irgendwelche objektiven Hypothesen darstellen kann? Um das zu begründen, sind verschiedene Erklärungsmöglichkeiten herangezogen worden, die man ganz grob so in zwei Gruppen einteilen kann. Also entweder argumentiert man, es gibt bestimmte neuronale Zustände, die werden wahrscheinlich im Rahmen des Sterbens vom Gehirn durchlebt und die erzeugen dann diese Halluzination. Oder es gibt bestimmte, das wäre die andere Alternative, bestimmte neurologisch wirksame Substanzen, die als Medikamente gegeben werden oder die vom Körper selbst hergestellt werden in dieser Situation des Sterbens und die dann die Ursache jener Halluzinationen sind. Nun ist es tatsächlich so, dass bestimmte Elemente von Nahtoderfahrungen kontrolliert hervorgerufen werden können in anderen Situationen. Also diese Tunnelvision beispielsweise lässt sich durch einen plötzlichen Blutdruckabfall und eine dadurch induzierte Ohnmacht willkürlich hervorrufen. Oder die außerkörperliche Erfahrung, auch ein charakteristisches Element der Nahtoderfahrung, die tritt auch in Situationen auf, die mit Todesnähe eigentlich gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel bei starker Ermüdung oder Erschöpfung kann es zu solchen außerkörperlichen Erfahrungen kommen. Oder mit außerkörperlichen Erfahrungen vergleichbare Erfahrungen, wo man das Gefühl hat, das Bewusstsein befinde sich außerhalb des realen Körpers, lassen sich in gewissen experimentellen Settings auch erzeugen. Die sind nicht ganz identisch mit diesen außerkörperlichen Erfahrungen, aber doch sehr vergleichbar. Und es gibt bestimmte psychedelische Drogen, die Visionen erzeugen können, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Nahtoderfahrungen haben. Hier ist DMT der wichtigste Kandidat, das kennen Sie vielleicht als den Wirkstoff von Ayahuasca. Diese Droge verursacht auch Erfahrungen von Liebe und von Ruhe und Frieden, von einem Eintauchen in eine als schön empfundene, transzendente Welt und auch von Begegnungen mit Lichtwesen berichten Leute, die das ausprobiert haben.
Ein genauer Vergleich des phänomenalen Gehalts dieser Erfahrungen mit Nahtoderfahrungen ist natürlich notwendigerweise ziemlich schwierig. Allerdings, bisher wurde nichts gefunden, was eine Nahtoderfahrung komplett induzieren kann. Also einzelne Elemente dieser Erfahrungen treten in anderen Kontexten auf und können teilweise in experimentellen Settings ausgelöst werden, aber nicht die Erfahrung insgesamt. Interessant ist an der Stelle auch etwas, was ebenfalls gegen diese Hypothese vom sterbenden Gehirn sprechen könnte, nämlich, dass Nahtoderfahrungen unabhängig von Verletzungen oder auch von Medikamenten bereits auftreten. Wenn schwere Schädigungen des Gehirns im Sterbeprozess oder durch die Gabe von bestimmten Medikamenten die Ursache der Nahtoderfahrung wären, dann sollte das nicht auftreten. Dann sollte es nicht passieren, dass Gehirne, die eigentlich noch voll funktionsfähig sind, solche Nahtoderfahrungen produzieren. Interessant ist es hier an der Stelle, sich Berichte über den Tod durch Absturz von Bergsteigern anzuschauen. Also nicht durch Tod letzten Endes, aber Berichte von denen, die es dann am Ende doch überlebt haben. Es gibt da eine sehr interessante Untersuchung vom Schweizer Geologen Albert Heim vom Ende des 19. Jahrhunderts bereits, der über das subjektive Erleben dieses Absturztodes berichtet. Und er referiert, dass die typischen Elemente, die wir heutzutage einer Nahtoderfahrung zuordnen würden, bereits während des Sturzes erlebt werden. Also in der Zeit, in der der Körper noch gar nicht verletzt ist. Also, nicht wahr? Es ist nicht der Sturz, der sie tötet, sondern der Aufschlag auf den Boden. Die Nahtoderfahrung endet erst mit dem Bewusstseinsverlust im Moment des Aufschlags. Das spricht jetzt dafür, dass eben nicht die objektive, physiologisch auch begründete Nähe des Todes oder das Fortschreiten des Sterbeprozesses die Ursache der Nahtoderfahrung ist, sondern allein die subjektiv empfundene Todesnähe. Wir haben also allen Grund, die Nahtoderfahrung für ein Phänomen sui generis zu halten, also ein Phänomen eigener Art, das nicht ohne weiteres auf andere bekannte neurologische Phänomene reduziert werden kann. Allein das begründet allerdings noch nicht, dass Nahtoderfahrungen tatsächlich Evidenz für irgendetwas sind. Nahtoderfahrungen sind ein Phänomen eigener Art, können nicht ohne weiteres mit bestimmten anderen bekannten Phänomenen gleichgesetzt werden, aber das alleine heißt noch nicht, dass irgendetwas anderes aus ihnen folgen sollte. Nun ist es an der Zeit, sich das wichtigste Argument anzugucken, nämlich die angeblich verifizierbaren Erfahrungen, die im Verlauf einer Nahtoderfahrung gemacht werden. Der Gedankengang hier ist folgender. Wenn eine Person, während sie eigentlich bewusstlos ist, bestimmte bewusste Wahrnehmungen machen kann, deren Gehalt sich dann auch verifizieren lässt und für die keine andere Quelle in Frage kommt als eben die bewusste Erfahrung, dann muss sie in Wahrheit bei Bewusstsein gewesen sein. Dann muss aber auch das Bewusstsein unabhängig vom Gehirn, das ja seine Aktivität eingestellt hat, weiter existieren. Es gibt hier eine ganze Reihe von eindrucksvollen Fällen, die in der Literatur immer wieder rauf und runter diskutiert werden. Ein Beispiel, das ist ein Fall, den der niederländische Kardiologe Pim van Lommel in seinem Buch Endloses Bewusstsein berichtet. Van Lommel ist ein Kardiologe, der seit vielen Jahrzehnten das Phänomen der Nahtoderfahrungen in einem klinischen Kontext studiert und der über seine medizinische Expertise hinausgehend daraus eine eigene Theorie eines transphysiologischen Bewusstseins entwickelt hat. In der Fall, von dem er berichtet, der verläuft ungefähr so. Also ein Mann wird mit einem Herzstillstand in die Notaufnahme eingeliefert und während seiner Bewusstlosigkeit beobachtet er in einer Nahtoderfahrung, wie sein Körper wiederbelebt wird. Dabei wird ihm das künstliche Gebiss, das er trägt, entfernt, damit man ihn intubieren kann wahrscheinlich, und in eine Schublade gelegt. Als der Mann dann später, nachdem die Krise überstanden ist, wieder zu Bewusstsein kommt, erkennt er die Person wieder, die das Gebiss entfernt hat und kann sich auch daran erinnern, wo die Person dieses Gebiss hingelegt hat, wo es dann auch wirklich auftaucht. Die naheliegende Frage bei einem solchen Fall ist natürlich, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch, der offensichtlich bewusstlos ist und im Sterben liegt, korrekte Beobachtungen seiner Umgebung machen, die sich dann auch noch verifizieren lassen im Nachhinein? Noch eindrucksvoller ist der vielmehr noch diskutierte Fall von Pam Reynolds. Pam Reynolds ist eine Amerikanerin gewesen, die sich Anfang der 90er Jahre einer komplizierten Hirn-OP unterziehen musste, um ein Aneurysma in ihrem Gehirn zu entfernen. Dabei, im Rahmen dieser OP, wurde ihr Körper massiv abgekühlt,
Blutzirkulation und Atmung wurden künstlich unterbrochen und alles Blut wurde aus dem Gehirn entfernt, um die Operation möglich zu machen. Nach klinischen Maßstäben ist ein Mensch, der weder Atmung noch Blutkreislauf hat und dessen Gehirn vollkommen blutleer ist, tot. Der Hirnzustand wurde während der Operation per EEG überwacht und dieses EEG zeigte im Verlauf der Operation eine Nulllinie. Das heißt, es gibt keinerlei durch das EEG messbare Hirnaktivität. Dennoch berichtete Reynolds über eine intensive Nahtoderfahrung während ihrer Operation. Sie konnte akkurate Beschreibungen der Vorgänge im Operationssaal geben und sie konnte sogar die Knochensäge beschreiben, die der Chirurg benutzt hat, um ihren Schädel, um ihre Schädeldecke zu öffnen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie dieses Wissen, wie dieses ungewöhnliche chirurgische Instrument aussieht, aus einer anderen Quelle haben könnte, als aus der direkten Beobachtung der Vorgänge, während derer sie aber nicht nur bewusstlos, sondern im klinischen Sinne tot gewesen ist. Nun, das ist tatsächlich ein ziemlich eindrucksvoller Fall. Man sollte dazu sagen, nur sehr wenige Nahtoderfahrungen liefern so deutliche und klar verifizierbare Beobachtungen. Die meisten sind in dieser Hinsicht nicht so ergiebig. Aber ein einziger Fall reicht schon. Will man beweisen, dass nicht alle Schwäne weiß sind, dann ist es egal, wie viele Schwäne weiß sind oder wie viele weiße Schwäne man findet. Es reicht, einen einzigen schwarzen Schwan zu finden, um die These zu widerlegen. Aber haben wir es jetzt hier in diesem Fall von Pam Reynolds wirklich mit einem Fall zu tun, in dem verifizierbare, bewusste Erlebnisse ohne jede Hirnaktivität stattfanden? Der erste Einwand, den man dagegen vorbringen könnte, lautet, ein EEG bildet nicht die vollständige Hirnaktivität ab. Das ist in der Tat richtig. Also auch wenn ein EEG eine Nulllinie zeigt, lassen sich oft mit anderen Verfahren, zum Beispiel mit einem MRT-Scan, noch Reste von Hirnaktivität nachweisen. Also es kann durchaus sein, dass noch Hirnaktivität vorhanden ist, auch wenn das EEG sie nicht anzeigt. Allerdings müsste man dann zurückfragen, wie ist denn eine derart geringfügige Hirnaktivität, die also noch unterhalb der Nachweisschwelle des EEG liegt, vereinbar mit klaren und komplexen bewussten Erlebnissen, die ungefähr so sind, wie wir sie auch aus dem Alltagsbewusstsein kennen. Es wäre doch sehr seltsam, wenn die komplexe Hirnaktivität, die mit unserem alltäglichen Wachbewusstsein verbunden ist, eigentlich gar nicht nötig ist für diese komplexen Erlebnisse und dass dieselbe Form von Erlebnissen mit einer viel, viel geringeren Aktivität des Gehirns genauso einhergehen kann. Dann könnte man jetzt als zweiten Einwand dagegen bringen, es ist aber nicht klar, wann diese Ereignisse stattfanden, also wann die bewussten Erlebnisse eigentlich in der objektiven Zeit stattgefunden haben. Subjektiv wird die Nahtoderfahrung als während der Operation sich vollziehend erfahren. Aber die erlebte Zeit und die objektive Zeit können sehr stark voneinander abweichen. Wir kennen das vom Phänomen des Träumens mal wieder. Also ein Traum, der sich scheinbar über einen langen Zeitraum von vielen Stunden vielleicht hinzieht, ereignet sich objektiv betrachtet, wenn man sich von außen die Hirnvorgänge anschaut, in wenigen Minuten vor dem Aufwachen. Bei der Nahtoderfahrung könnte es doch genauso sein. Die Erfahrungen, die dann später berichtet werden, die werden entweder vor dem Verlust der Hirnfunktion gemacht oder sie werden gemacht unmittelbar, nachdem das Gehirn wieder hochfährt, wenn Sie so wollen, also wenn es seine Aktivität wieder aufnimmt. Aber sie werden eben nicht in der Phase gemacht, in der das Gehirn vollständig inaktiv ist. Sie werden dann nach dem Hochfahren des Gehirns rein subjektiv dem Zeitraum der totalen Bewusstlosigkeit zugeschrieben. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich auch in dem Zeitraum ereignet haben müssen. Also so beeindruckend dieser Fall auch ist, es lässt sich trotzdem nicht zweifelsfrei zeigen, dass die Erlebnisse, die berichtet werden, vollständig ohne Aktivität des Gehirns zustande gekommen sind. Es wäre immer noch möglich, dass diese Erlebnisberichte, also dass die Erlebnisse, die berichtet werden, in eine Phase fallen, in der die Hirnaktivität eben noch nicht komplett erloschen war. Ein wirklich glaubwürdiger Nachweis dieser Tatsache ließe sich wahrscheinlich nur durch ein ganz rigides und experimentelles Setting erbringen. Das ist methodisch wie ethisch gesehen nicht ganz leicht. Also man kann aus ethischen Erwägungen nicht einfach eine Nahtoderfahrung in einer kontrollierten Umgebung herbeiführen. Keine Ethikkommission der Welt würde Ihnen ein solches Experiment genehmigen. In der jüngeren Vergangenheit wurden nun trotzdem einige Versuche unternommen, experimentell Nahtoderfahrungen zu überprüfen, und zwar im Rahmen der sogenannten AWARE-Studie und noch einige andere Studien, die seit Anfang des Jahrtausends dazu durchgeführt worden sind.
Dabei wurden dann in Notaufnahmen und Intensivstationen, also an Orten, wo man mit dem Auftreten von Nahtoderfahrungen rechnen muss, an versteckter Stelle Symbole oder Zahlen oder so etwas angebracht, zum Beispiel oben auf der Deckenlampe des Raumes oder auf Überwachungsmonitoren, die neben den Betten stehen, aber so hoch sind, dass sie von unten nicht eingesehen werden können. Die Idee dahinter ist folgende: Wenn jetzt jemand tatsächlich seinen Körper verlassen würde und in der Nähe der Zimmerdecke schweben oder so etwas, dann müssten diese Symbole sichtbar sein, aber für niemanden, der sich auf dem Boden befindet. Niemand vom medizinischen Personal darf natürlich diese Symbole vorher gesehen haben, sodass das Wissen in irgendeiner Weise bewusst oder unbewusst weitergegeben werden könnte an die sterbende Person. Und wenn dann jemand diese Symbole tatsächlich benennen könnte korrekterweise, dann wäre der Nachweis erbracht, dass ein solches Wissen eben nur während der Nahtoderfahrung selbst erworben worden sein kann und dass das Bewusstsein in irgendeiner Weise außerhalb des Körpers existiert haben müsste. Nun, die bisher vorliegenden Ergebnisse dieser Studien sind eindeutig. Bisher ist kein einziger Fall nachgewiesen, in dem das funktioniert hätte, in dem also diese Symbole gesehen worden sind. Das untergräbt jetzt natürlich einerseits die Plausibilität der Hypothese. Also es ist nicht das, was man erwarten sollte, wenn solche Nahtoderfahrungen wirklich authentisch sind. Aber andererseits, wenn man jetzt gerade feststellt, dass man soeben gestorben ist und dass man außerhalb seines Körpers schwebt, dann interessiert man sich vielleicht auch nicht so sehr dafür, die Umgebung nach versteckten Symbolen abzusuchen. Obwohl jetzt, nachdem ich das weiß, würde ich als echter Wissenschaftler wahrscheinlich genau darauf achten und schauen, ob ich nicht doch irgendwas finde. Also wenn Sie in nächster Zeit irgendwann mal eine Nahtoderfahrung haben, nehmen Sie sich kurz einen Moment Zeit, Ihre Umgebung abzusuchen nach irgendwelchen ungewöhnlichen Symbolen oder Zahlen. Vielleicht können Sie der Wissenschaft einen unschätzbaren Dienst damit erweisen. Nun, wie sollten wir jetzt abschließend die Bedeutung der Nahtoderfahrungen bewerten für unsere philosophische Frage nach dem Leben, nach dem Tod? Liefern Nahtoderfahrungen wirklich Belege für die These, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Bisher nicht. Bisher ist kein einziger Fall gefunden worden, in dem die Fortexistenz des Bewusstseins nach dem Tod des Körpers die einzig mögliche Erklärung der Nahtoderfahrung ist. Aber, könnten Sie jetzt an der Stelle einwenden, muss es wirklich die einzig mögliche Erklärung sein? Reicht es nicht, wenn die Erklärung die beste ist? Reicht es nicht, wenn unter vielen möglichen Erklärungen die Erklärung, das Bewusstsein existiert nach dem Tod des Körpers weiter, die beste ist, also besser als alle anderen möglichen Erklärungen? Nun, ich würde sagen, wir müssen hier an der Stelle vorsichtig sein. Wenn es sich zweifelsfrei nachweisen ließe, dass es echte Nahtoderfahrungen gibt, das heißt, dass es solche Nahtoderfahrungen gibt, in denen ein subjektives Bewusstsein empirisch verifizierbar nach dem Ende jeder physiologischen Hirnaktivität weiter existiert, dann wäre das eine absolute Sensation. Das wäre eine nicht zu überschätzende, tiefgreifende Erschütterung unseres gesamten Weltbildes. Das wäre vergleichbar ja mit der Entdeckung außerirdischen Lebens vielleicht. Es würde alles, was wir über die Realität wissen, in Frage stellen. Es würde unser naturalistisch-naturwissenschaftliches Weltbild untergraben, weil es eben ein unumstößlicher Nachweis wäre, dass das Bewusstsein unabhängig von der Materie existieren kann. Wenn die Folgen von etwas so gravierend sind, dann dürfen wir uns keine Nachlässigkeit erlauben. Wenn die Konsequenzen einer solchen Entdeckung wären so weitreichend, dass wir uns mit nichts weniger als absoluter Sicherheit zufrieden geben können. Wir werden vor die Wahl gestellt. Entweder verwerfen wir das naturwissenschaftliche Weltbild und akzeptieren, dass das Bewusstsein unabhängig von der Materie existieren kann, oder wir nehmen an, dass es eine natürliche Erklärung gibt, behalten unser Weltbild bei und einigen uns darauf, dass diese Erklärung noch einfach nicht gefunden ist, aber potenziell in der Zukunft irgendwann gefunden werden könnte. In dieser Situation, vor diese Wahl gestellt, würde ich sagen, es ist besser, am naturwissenschaftlichen Weltbild erstmal festzuhalten. Nur die stärkste mögliche Evidenz könnte uns überhaupt dazu bringen, dieses Weltbild zu verwerfen. Das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass diese Evidenz niemals möglich wäre. Bisher liefert uns die Untersuchung der Nahtoderfahrungen eine solche Evidenz nicht. Aber nur weil sie bisher diese Evidenz nicht erbracht hat, heißt das nicht, dass es diese Evidenz niemals geben könnte. Nahtoderfahrungen sind immer noch mysteriös und immer noch nicht vollständig verstanden.
Wir sollten ihnen also im besten Sinne des Wortes skeptisch gegenüberstehen. Das heißt, wir sollten sie weiterhin kritisch untersuchen und wir sollten weiterhin grundsätzlich davon ausgehen, dass es eine natürliche Erklärung gibt. Denn bisher hat sich für alles, was wir untersucht haben, eine natürliche Erklärung finden lassen. Aber dennoch sollten wir nicht die Offenheit für die Möglichkeit verlieren, dass diese Erfahrungen wirklich uns etwas Wichtiges über die Natur des Bewusstseins verraten können.